So, jetzt ihr seid durch mit Pull-ups, Ruderbewegungen, wegen mir auch hintere Schulter schon. Und jetzt ja, denkt ihr, okay, Bizeps, Pull-Day, jetzt mache ich Bizeps oder was auch immer ihr dann trainiert an dem Tag. Aber was ganz wichtig ist, um einen Lat wirklich auszuprägen, ist auch einen Pull-Down-Movement zu haben. Wir haben einmal den Dumbbell-Pullover, das ist so eine Oldschool-Übung, finde ich auch sehr geil. Kennt ihr vielleicht nicht, finde ich eher passend für die Brust, kann man aber auch für den Lat machen, wenn man einen konstanten Zug drin hat, aber ist jetzt ein anderes Thema. So, was ich gerne mache, ist ein Straight-Down-Pull-Down, weil einfach von der Anatomie her den Arm hier runterbringen, das ist einfach eine Funktion vom Lat. Wir brauchen jetzt auch nicht zu tief in das Thema reingehen, Anatomie. Ihr wollt trainieren, ich zeige euch jetzt die Übung, versucht den Trizeps rauszunehmen, Spannung, das Gewicht ist völlig egal, es reicht so ein easy Band, aber ihr müsst die ganze Zeit die Kontraktion im Lat spüren. Ein Tipp, wenn ihr es überhaupt nicht spürt, versucht es zu finden, wenn ihr da drauf seid, dann haltet da 6 Sekunden. Das ist übrigens ein Tipp von Vince Gironda, wird euch vielleicht auch nicht sagen, eine Bodybuilding-Legende, da will ich jetzt Credit geben an der Stelle, ihr haltet in der Sekunde, in dem Moment, wo ihr den Muskel spürt, den Lat, haltet ihr bis zu 6 Sekunden. Okay, let's go. Umso weiter ihr weggeht, umso mehr Spannung, umso höher der Widerstand. Yeah, man.